Hallo liebe Zuschauer, hier sind wir wieder, mein Name ist Zandrock, hier mit Fred, unserem teuflischen Handwerker, der hieß sich hier mal kurz ausruht. Hey, so, was ist denn die? Was machst du denn hier? Hüpfst hier unbesorgt durch die Gegend. Okay, lalala. Okay, war ein guter Film. Ja, spring mal schön weiter hier munter durch die Gegend. Okay. So, was haben wir denn noch? Haben wir noch eine Mission hier? Wir müssen noch. Okay, da brauchen wir noch Fleisch für. Okay, das wird ein bisschen schwierig. Da haben wir nichts mehr. Ich will auch jetzt ungern hier rumlaufen und irgendwelche Hyänen killen deswegen. Das ist auch nur Zeitverschwendung. Nee, dann machen wir am besten einen Auftrag bei der bei unserer Sicherheitstruppe. Hey Vivi, Moment. Vivi? Ja, die hatte Geburtstag, habe ich vergessen. Da zeige ich alles Gute zum Geburtstag. Spielezentrum. Ja, vergiss es. Also Spiele, da halte ich auch nichts von. Totaler Blödsinn, sowas. Hat schon viel sowas Zeit. Hey Grace, wieder sehr schick heute. Ja, so also ein bisschen Silber, okay. Tut das nicht weh mit diesen Ohrringen? Naja. Kriegt man sich immer selber, denke ich. Morgen, aber eigentlich ist Abend. Was? Naja. Die Wahrheit, wo ist denn dein Chef? Ja. Ausgebüxt oder was? Okay. Oder Justice ist vom Pferd gefallen irgendwo, man weiß es nicht. So, dann machen wir mal einen schönen Auftrag für Fleisch. Dann machen wir das Maximum und das soll so schnell wie möglich gehen. Das hat ein bisschen mehr, aber egal. Dann haben wir genug Fleisch, denke ich mal. Haben wir hier noch irgendwas Interessantes? Wüstenopfer, nee. So, können wir hier irgendwas gebrauchen? Nehmen wir mal einen Reliquienbeutel. Naja. Möbelbeutel wäre eigentlich am liebsten. Oh, das dauert auch noch bis. Bis uns das mal leisten können. Aber wir haben hier noch keinen Rabatt. Wenn das sinkt, haben wir natürlich auch hier einen Rabatt. Ne? Diese Rabatte gelten nämlich auch hier für diese Marken. Okay. Aber brauchen wir ja nicht unbedingt. So, haben wir das. Kann man sich das mal ausleihen, das Pferd? Ja. So. Hey, Avio, was machst du denn hier? Lockst du wieder Kunden an? Deine getrockneten Sanddatteln. Ja, ich glaube, nicht nur die Sanddatteln sind hier ein bisschen veraltet. Ein Kuhdrucksofa. Oh, wenn ich 600 Abonnenten habe, dann kriegst du dann ein Kuhdrucksofa. Oh, steht der hier rum? Hallöchen, hast du dich verlaufen? Ja, das ist allerdings nicht die Bühne. Die ist weiter unten. Ich glaube, da brauchen wir noch eine Brille. Frag mal den Optiker von Elsie. Die hat neuerdings irgendwie neuen, glaube ich. Habe ich das aber schon mal die Handy gekauft? Nee, keine Ahnung. So, wir müssen mal gucken, ob wir ein paar Möbel noch finden hier. Die habe ich größeren Themen. Die habe ich noch nie mehr gekauft, glaube ich. Die können wir noch für unser Blumenzimmer oben benutzen. Unseren Wintergarten. Der ist eigentlich ganz gut, um Sachen drauf auszustellen. So viel Rabatt haben wir jetzt hier nicht. Nicht, dass jetzt drauf ankäme, aber Prinzip ist Prinzip. 518.000 haben wir nur. Wollen wir uns jetzt hier nicht übertreiben. So schön sind die Wandlampen auch nicht immer. Na gut. So. Hey Trulli! Was macht der Klatsch und Tratsch? Also ich meine, der klatscht da wirklich gerne, also. Die Wüste hat mir so viel genommen und doch kann ich nicht anders, als ihre Schönheit zu bewundern, wenn ich den Sand in dem Sternenhimmel tanzen sehe. Sehr romantisch, sehr romantisch. Bin ich eigentlich alleine hier unterwegs? Wo sind meine Reitpferde, alle Tiere, Kamele, was auch immer. Apropos, hey Jane, was machen die vertrockneten Pflanzen? Ich gehe oft in die Bibliothek, um mir neue Theaterstücke anzuschauen. Wenn ich auf einen stoße, das mir wirklich gefällt, muss ich es sofort mit nach Hause nehmen, sonst lese ich es laut in der Bibliothek vor und störe andere Leser. Das macht man natürlich nicht, nur frage mich, welche Bibliothek meinst du eigentlich? Der Adler im Tal. Der Adler ist leider wie gefährdet geflogen, gestorben. Tut mir leid. Bibliothek? Welche Bibliothek? Na gut.
vielleicht hat sie eine Privatbibliothek oder die hat irgendwo noch ein Abo bei einer anderen und lässt sich das mit dem Zug schicken, man weiß es nicht. So, was ist? Nemo, was los? Geh rein. Hopp, hopp. Waff. Waff, waff. Nee, was wollte ich? Kannst du mich auch begleiten, bevor du hier sinnlos rumstehst. So. Aber hier eigentlich noch irgendwas, was sich lohnt? Okay. Wir haben noch das. Ja, gut, da fehlt uns das Fleisch noch. Aber das kriegen wir noch. So, was wir hier noch machen müssen. Wow, dieser Projektor ist so Hammer. Da oben müssen wir noch was reinbasteln. Könnte man hier drüber die einen Dunstabzugsraum basteln? Aber wo soll man das dann hinstellen? Passt hier nicht hin. Ja. Nee, das bringt nichts. Oh, Zauberspiegel, was machst du denn hier? Yes, Master. Genau, Aufgaben für deinen Meister. Mhm. Oh, die Kerze brennt. Vielleicht zündet der Kerzen an. Okay, gut. Was haben wir hier eigentlich? Hä? Achso, das ist das offene Waffenregal. Das steht falsch rum, mal ganz davon abgesehen. Das macht auch keinen Sinn hier eigentlich, dass es hier steht. Nehmen wir mal mit. Das nehmen wir mal mit. So. Okay, dann müssen wir mal rein. So, da müssen wir mal schauen. Ja, durch die, eure Kommentare habe ich die Idee bekommen, vielleicht oben in dem einen Raum, den wir noch übrig haben, so ein Erinnerungszimmer zu machen mit so Bildern drin und Gegenständen, die wir im Laufe des Spiels hier so gesammelt haben. Zum Beispiel die ganzen Pokale oder besondere Bilder mit Elsie oder den ja, komischen Dinosaurieranzug und bestimmte Gegenstände, so Questsachen, die vielleicht, die wir noch finden, dort alle hinzubringen und dann eben so ein kleines, ja, wie eine Art kleines Museum, ein Erinnerungszimmer zu machen. Wir haben ja schon ein paar lustige. Das ist zum Beispiel, als wir erstmal Nia getroffen haben, da hat man noch unseren Froschanzug an, sozusagen, unser Froschoutfit. Elsie! Sweetness, thanks. Ja, ich bin nur am Putzen. Du siehst es ja, jeden Tag bin ich nur, genau. So, dann müssen wir nur mal gucken, was wir da. Und dann brauche ich mir ein paar Bilderrahmen noch. Ich hatte doch mal so eine Schmuckvitrine, wo ist die eigentlich gelandet? Der konnte man ja nichts anfangen, so wirklich. Die müsste man nochmal. Was steht denn hier eigentlich nur drauf? Oh, komm, stellen wir den hier hin. Hey, Sandy! Nee, jetzt nicht mehr, jetzt ist es zu spät. Um die Uhrzeit. Ich meine, wir haben schon. Huch. Und Gecko latscht langsam zu seinem Bettchen, glaube ich. Okay. So, apropos, ups. Ich hänge, hallo, ich hänge fest. Was war das denn? Bibliothek hier. Dann haben wir noch den Tisch. So, hier haben wir zum Beispiel Alos Erz. Das ist ja auch so ein Erinnerungsgegenstand, den wir von Alo bekommen haben, als wir ihn kennengelernt haben. Den nehmen wir mal mit. Das muss ja. Wozu soll der hier rumstehen? Macht gar keinen Sinn. Macht mehr Sinn, wenn wir den oben hin tun und. Ups. Ich habe irgendwas falsch gedrückt. Ich habe irgendwas ausgemacht. Unten. Ah, Ventilator. Dass man den hier mit dem Fußbodenschalter ein- und ausschaltet, das ist auch ein bisschen merkwürdig, aber okay. So, gehen wir nochmal kurz nach oben. Unser Blümchen da loswerden noch. So, hier fehlt nämlich noch eins hier in der Ecke da unten. Zack. Oh, das ist groß, die Chrysanthemen. Oh ja, oh, passt aber auch rein. Hier noch irgendwas zum Draufstellen. Die alte Topfpflanze. Ja, die passt da schon irgendwie als Blume hier rein, da sieht ein bisschen traurig aus. Naja, das ist eine leere Topfpflanze irgendwie. Ja, aber sonst schön der Wintergarten hier, finde ich. Ja. Wird eigentlich noch so ein Höckerchen, damit wir uns hinsetzen können und unsere Pflanzen bewundern.
Na, ich denke mal, Rian wird uns bestimmt irgendwann wieder einen schenken. Ah, unser wunderbarer Jagdboy-Shop mit Stuhl, der sehr merkwürdige Geräusche macht. Dieses Karussell. Ja, also, falls ihr viel Spaß im Haus haben wollt, dann legt euch dieses Ding zu. Hier könnte man das zum Beispiel draufstellen. Dann haben wir schon mal, ja. Schöner Erinnerungsgegenstand. So. Aber die Möbel, die wir jetzt. Hä? Warum jetzt hingeklickt? Warum kommt das immer zuerst? Ich will Möbel. So, Möbel. Damit zum Beispiel jetzt zwei rustikale Schränke. Die kann man hier schon mal schön aufbauen. Vielleicht mal einen hier so und das Fenster. Ist da richtig rum? Nee, so rum. So, nehmen wir doch hier seine Runden. Ah, du willst bestimmt ins Bettchen, ne? Komm, dann. Ab, ab. Okay, den anderen können wir hier auch aufstellen. Hä? Was soll denn das? Hm. Automatisch das. Egal, was ich das jetzt angeklickt habe. Ist auch merkwürdig. So, dann können wir den noch hier aufstellen und den können wir noch hier aufstellen. So, als Erinnerungssammelstück. Richtig, den Schrank hier, da haben wir ein Stühlchen stehen lassen will, weiß ich nicht. Ein Hocker können wir eigentlich mal einsammeln und oben hin machen. So, dann haben wir das. So, dann müssen wir da noch ein paar Sachen finden, die wir da hinstellen können. Den Pokal oder sowas. Den haben wir auch zum Beispiel im Inventar. Hier noch für den Teppich. Die, ja, da kannst du nichts drauf stellen. So, dann können wir noch das Waffenregal hier hinstellen. Das können wir auch hinter die Treppe machen, oder? So rum ist gerade, ne? Ja, das ist vielleicht. Nee, da kommen wir schlecht dran. So, dein. So. Können wir da unsere komischen Waffen, die wir jetzt da mittlerweile alle haben, dahin machen? Der Zellenstab. Das Runium. Das benutzen wir so auch nicht mehr, aber die Schwingen des Rahmen. Zum Beispiel. Der erste Waffenset gibt es im Museum. Das könnte man vielleicht ja austauschen, oder? Hm, auch eine Idee. Gut, oh, wir müssen langsam ins Bett. Okay. Ja, aber da haben wir schon mal wieder eine neue Idee. Ist ja vielleicht gar nicht mal so schlecht. Hm, hier noch so ein paar Erinnerungsstücke, ein paar neue, na, ein paar Klamotten könnten wir dahin machen. So unsere ersten Klamotten hier zum Beispiel. Leute, diesen tollen. Dino-Anzug oder am Anfang hatten wir ja dieses Frosch-Outfit. Sieht man ja auf den ganzen Bildern hier noch. Das könnte man dahin machen. Das ist schon weg. Das wäre auch eine Idee. Hm. Noch eine Stehlampe hin. Ja, wäre auch eine Idee. Mein Picknickkorb. Hier kann man ja auch was hin tun. Macht das hier Sinn? Ja gut, da liegt hier zumindest so ein Buch. Wenn man sich irgendwie Gedanken machen, das wäre Absicht hier, oder? Hm. Jetzt hat man es gerade liegen gelassen. Ja, aber das sieht dann vielleicht wieder realistischer aus. So, Raum der Erinnerungen. Hm, lasse ich dazu in diesem der Wand? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall brauchen wir hier viele Bilder haben. Ja, der Boden ist eigentlich so wie immer. Ist auch ein bisschen langweilig vielleicht.
wollen ihn hier noch machen. Ja, da werden zu viele Fugen, das mag ich nicht so. Das stört auch mit dem oben. Hm, sieht das aus? Weiß nicht. Wand könnten wir auch ein bisschen so ein bisschen seriöser machen vielleicht. Oder so. Sieht natürlich auch ein bisschen gemütlich aus mit so Ziegelsteinen. Ja, oh. Warum nicht? Vielleicht noch die Decke ein bisschen anders. So, ich mag diese rote Holzstäbchen eigentlich ganz gerne. So, da fallen die Fenster auch gar nicht mehr so sehr auf. Der Teppich da, weiß ich noch nicht, ob ich den da lasse. Der ist eigentlich ein bisschen nervig, weil dann man kann nichts draufstellen und der ist relativ groß. So, das kann ich jetzt mal aufnehmen. Und dann können wir schon mal den Pokal da draufstellen. Dann haben wir schon mal eine Trophäe da. Nehmen wir dieses Alu-Ding. Dann können wir hier noch Waffen hinstellen. Hier noch ein paar Sachen drauf. Ja, das wird doch schon ein bisschen, denke ich. Was ist das? Hä? Was ist das? Das von oben? Ach, das ist die Tür. Die hat von unten so ein... Hä? Das ist ja merkwürdig. Okay. Das wäre noch nie aufgefallen. Das waren die Türen auch so. Hier. Nee, also hier ist es nicht. Das ist ein Grafikfehler. Das wäre das hier auch. Ja, ist ja wieder interessant. Ja, okay. So, dann ist noch die Frage, wo ist eigentlich mein Wackelbild, das ich mal hatte? Da habe ich mich auch immer ewig drüber aufgeregt, dass das ständig immer gewackelt hat. Ihr kennt ja dieses Geisterwandbild. Wo ist das eigentlich? Das muss auch oben in den Erinnerungsraum. Das war das erste Wandbild, was ich hatte. Das hätte ich bei der ersten Jagd nach der Erinnerung da gewonnen. Da habe ich die hunderte Folgen darüber aufgeregt, dass das immer wackelt, das Teil. Wo ich immer dachte, das ist ein Bug, aber wahrscheinlich war es Absicht, weil es ja Geister sind, die so machen. Aber wo ist das Ding eigentlich? Ist hier hingegangen? Nee, das war eigentlich mal draußen. Und die haben ja auch solche Bilder, ne? Das sind natürlich auch wie zum Beispiel auch Erinnerungsbilder. Das hier, wo Skigrün gewesen ist und das war unser erstes Essen mit Mian, glaube ich. Ja, das war nicht das mit dem Geschenk. Dann hat man so ein Date. No. Mit Logan. Okay, ja, ich denke, das ist so eine gute Idee, so einen Erinnerungsraum zu machen. Da könnte man dann noch so einen Kleiderständer gebrauchen, einen Kleiderschrank für diese ganzen Klamotten, die wir noch haben. Möh. Potato Polo wieder mit dem zackhaften Möh. Das ist aber putzig, aber irgendwie auch komplett falsch. Aber naja. Hier haben wir dieses Söckerchen noch. Ja, okay. Das haben wir hier noch. Was haben wir denn hier noch so alles Museumsreifes? Flammende Actionstiefel. Warum sind die hier eigentlich? Ich hätte doch da ein ganzes Set Kleidung. Können wir auch mal weg tun. Jetzt wollte ich mal einen Schrank tun, aber das sammeln wir vielleicht erstmal hier. Hier mit Kleidung 2. Wir könnten das da irgendwie auch zusammenlegen. Ich habe hier das meiste gar nicht mehr hier drin. Da muss ich nicht in dieser einen Truhe rumsitzen. Ja, noch was. Dann schmeißen wir es hier in die Kleidungsbox. Die haben ja auch so beschriftet. Welche. Relativ leer.
Platz haben wir ja eigentlich noch. Hier haben wir die Froschende gestiefelt. Guck mal. Da wird ja am Anfang auch lange mit rumgelaufen. Hier nehmen wir den Froschendecke-Schal. Kann man das ablegen als in die Bibliothek? Müsste man mal gucken. Schwert und Schild aus Chrom. Das haben wir auch lange benutzt. Das sind so Sachen eigentlich. Hier haben wir die komplette flammende Action-Ausrüstung. Da gab es ja noch Stiefel dazu. Nehmen wir auch nochmal so ein, was zum Anziehen. Ein paar Bernsteinohrringe, die können wir nochmal Sandy schenken. Hier haben wir das Froschendecker-Westchen und die Froschendecker-Hütchen und die Hose. Da haben wir ein komplettes Set. So, dann habe ich. Habe ich eigentlich zwei Jacken? Die gleich. 25, 27, 98, 8. Gut, nee, die haben zwei unterschiedliche Werte. Lebenspunkte und Lebenspunkte erhöht. Ach so. Hm. Kann man eigentlich auch verkaufen. Oder verschenken. Okay. Dann haben wir das. Hier haben wir noch einen Schrank. Wo das Wackelbild ist. Super Schockschild. Ja, hm. Weiß nicht. Ist hier noch was drin? Immer ein Rettungsteam Hose, Rettungsteam Stiefel. Ah, das Unterstützer-T-Shirt. Das habe ich auch lange angehabt. Das war eigentlich sehr gut. Besser als die Sachen, die man erstmal im Spiel finden konnte. Immer noch Rettungsteam Stiefel. Mein Gott, ich habe echt viele Sachen. Heb hier mal alles auf. Okay. Ja, da haben wir ja schon mal ein paar Klamotten hier. Ich kann ja auch einen kleinen Schrank, glaube ich, selbst nehmen. Bücherregal, oder? Ja, Rahmen brauche ich auf jeden Fall. Aber da würde ich die kleinen Rahmen nehmen. Das macht sonst, ist das zu viel Platzverschwendung. Das hier, ne? Kleidungsstücke, genau. Da brauche ich noch verstärktes Glas und Hartholz. Okay. Fotorahmen kann ich zwei machen. Okay. So, Hartholz. Mal gucken. Das ist, glaube ich, hier bei dem anderen Tisch. Hartholzdielen. Verstärktes Glas war das, ne? Nicht normales hier. So, dann brauche ich nochmal Papier. Aber das brauchen wir so oder so, wenn wir hier nochmal richtig ein paar Böller machen wollen. Hallo Kätzchen, was macht ihr hier? Hier kein Unsinn. So, ich brauche hier nochmal volle Kanne Papier. So viel Papier habe ich das ganze Spiel vorher nicht gemacht. Jetzt brauche ich das erstmal. Das ist hier. Post. Okay. Und dann B. Wir kriegen Melonen geschenkt, die wir wahrscheinlich vorher irgendwann mal gebracht haben. Und von Burgess. Oh, Wasser. Spart Wasser. Jawohl. Vielen Dank. Jo. Was habe ich hier noch? Ne, ich hatte jetzt einsammeln, ist mein Inventar voll. War noch irgendwas Interessantes hier? Ja. Filterkern. Selten. Holy moly. Okay. Filterkern. Was sind denn da? Mit. Ach, da fehlt mir auch schon wieder irgendwas. Filterfasergewebe. Ein Kupferrohr. Gut, das können wir aber machen. Ist jetzt nicht das Problem. Müssen wir nur dran denken, haben wir nur 3 Tage Zeit für. Gut. Egal, können wir das schon mal machen. Und das hier sind dann Mache. So. Was macht ihr hier wieder für komische Sachen? Ne? Katzen traue ich hier nicht. Oh, Zauberspiegel. Nein, du bist das nicht. Sorry. Du bist der Zauberspiegel. Hallo. Was ist hier los? Ach du Scheiße. Okay, das ist immer wie immer. So. Den Kameraden könnte man da vielleicht auch hinstellen.
Das sieht ja dann noch ganz witzig aus im Raum. Ja. Wäre auch eine Idee. Um Nemo angerannt. Und tschüss. Komm, du kommst aber schön mit, mein Freund. Was? Wir hatten eine Aufgabe, oder? Dass sie interagieren werden. Achso, der ist unterwegs. Gut, dann gehen wir buddeln. Dann macht er wenigstens was Vernünftiges. Gut, dann holen wir uns mal Blümchen! Ja, Fuß! Hab wieder meine Kamera gepfiffen. Ah, da bist du ja. Okay. Schön, dass du überhörst, auch wenn ich in die Kamera blase, aber du bist sehr gewohnt. Bist schon am längsten mit Fred zusammen. Also länger als Elsie. Irgendwann hätte eigentlich Blümchen heiraten sollen. Hey Nia, wo wir gerade dabei sind bei Blümchen. Hallo! Wer Bäume pflanzt, dann haben wir hier einen Dschungel, glaube ich. So, ich hatte noch irgendwas Nettes für dich eigentlich. Oder geht das wieder nicht? Wo haben wir das Teil denn? Dieses Duftsäckchen, was ich dann gemacht hatte. Mit dem Blümchen. Ah, Trudi klatscht sich wieder ein. Ja, ist halt eine Klatschtante. Nee, ah, hier sehe ich es nicht. Ey, was ist das denn? Das ist ausgegraut. Warum auch immer. Nö, ich finde es jetzt hier nicht mehr. Okay. Komisch. Wenn ich was suche, finde ich es nicht. Dann nehme ich hier ein paar Blumen ab. Kannst du immer gebrauchen. So, plus 8. Ja, mal nicht alle auf einmal kauen. So, für die Ziviltruppe hatte ich ja was gemacht. Okay, dann müssen wir hier nochmal schauen. Bei Heidi gibt es ja auch noch ein paar nette Sachen zum Einrichten. Hey, Hugo! So, hier können wir schon mal einen Teppich holen. Die Lampe, das ist nicht schlecht. Da können wir den Raum noch mal ein bisschen beleuchten. Das haben wir jetzt selbst. Oder bauen wir selbst. Das wäre noch ganz interessant. Aber das können wir eigentlich nicht anbringen an den Herd. Naja, okay. Was haben wir sonst? Nur nichts, was wir gebrauchen können. Dann, ja, dann war es das hier. Okay, gut. Ja, dann bauen wir unseren Erinnerungsraum noch aus. So, Bilder und Fotorahmen haben wir hier auch. Wunderbar. Gut. Dann passt das doch. Ja, dann haben wir viel zu tun hier. Wieder mal. Aber es wird immer besser in unserem Haus. Irgendwann werden wir noch wieder was Neues anbauen müssen. Aber so ein Erinnerungsraum mit so ganz besonderen Fotos und Bildern drin, finde ich keine schlechte Idee. Trudi ist auch begeistert und klatscht schon. Grace ist auch wieder zu warm. Vielleicht sieht auch schon in Wechseljahren, ich weiß nicht. Jedenfalls, ja, schauen wir mal, wie es hier weitergeht. Hier mit unserem fleißigen, teuflischen Handwerker. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.